Die Bekämpfung der Altersarmut und die Bekämpfung von unwürdigen Zuständen in Pflege- und Altersheimen, das sind für mich Kernaufgaben einer sozialen und patriotischen Politik. Droht in Sachsen und Deutschland der Pflegekollaps? Das besprechen wir heute bei Jörg Obern direkt. Herr Obern, die Pflegekosten für einen Platz im Altersheim sind auf fast 2.400 Euro pro Monat hochgeschnellt. Das wird von Jahr zu Jahr um einige hundert Euro mehr. Wer soll das noch bezahlen können? Also in Sachsen kann das so gut wie niemand bezahlen. Wir haben in Sachsen relativ niedrige Renten. Die Durchschnittsrente für Frauen ist ungefähr bei 1.150 Euro. Da sehen Sie ja, das ist weniger als die Hälfte davon, was der Pflegeplatz kostet. Das kann niemand bezahlen. Und das Schlimme ist eben, dass viele Menschen, auch wenn sie ein Leben lang gearbeitet haben, am Ende gar nicht mehr einen würdigen Lebensabend genießen können durch diese Kostensteigerung. Und an der Stelle muss ich auch sagen, das ist ein unhaltbarer Zustand, wenn unsere Menschen, die gearbeitet haben, am Ende fast zwangsläufig in die Sozialhilfe abrutschen. Oder wenn dann eben sogar noch die Familien mit in Haftung genommen werden, weil die Pflegekosten eben aus der Rente gar nicht mehr finanzierbar sind und die Familien dann mitleisten müssen. Die Kinder müssen dann mit, sage ich mal, dafür bezahlen, dass die Pflege so teuer geworden ist. Wir haben neben dem Herrn Obern noch unseren Sozialexperten, den André Wendt, mit dazu geholt, der sich mit Pflege besonders gut auskennt. Und Herr Wendt, an Sie jetzt die Frage, was kann denn der Freistaat Sachsen, was kann die CDU-geführte Landesregierung tun, um die Kosten in der Pflege unter Kontrolle zu bekommen? Ja, man sagt ja, die große Musik spielt immer auf der Bundesebene, aber gleichwohl haben die Länder auch Möglichkeiten, um die Eigenanteile zu begrenzen. Also ganz klar, es ist satt und sauber. Reicht eben nicht, denn die Menschen, die gepflegt werden, die möchten auch am Leben teilhaben. Und das kann man eben nicht mit 150 Euro Taschengeld. Denn diese 150 Euro Taschengeld bleiben ihnen am Ende übrig, nachdem alle Kosten abgezogen worden sind, die für den Pflegeplatz gebraucht werden. Und da könnten wir zum Beispiel die Investitionskosten übernehmen als Freistaat Sachsen. Und somit hätten die Pflegedürftigen mehr Geld in der Tasche und könnten wirklich am Leben teilhaben. Ich möchte da mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte mal einen Nachbarn, der hieß Hans. Der war sehr aktiv, bevor er ins Pflegeheim gekommen ist. Der ist in die Semperoper gegangen, er ist zum Italiener zum Essen gegangen. Also hatte wirklich ein schönes Leben, auch im Rentenalter. Und jetzt wurde er pflegebedürftig. Die Wohnung musste aufgegeben werden. Er hat jetzt einen Platz im Pflegeheim bekommen. Und da die Eigenanteile so hoch sind, wurde ihm das gesamte Geld abgezogen, also die Rente und was er sonst noch an Ersparnissen hatte. Und ihm bleiben am Ende bloß noch 150 Euro. Davon muss er die Fußpflege bezahlen, davon muss er den Friseur bezahlen. Also Teilhabe am Leben findet eben nicht mehr statt. Hans kann am Leben nicht mehr teilhaben, er kann nicht mehr leben. Er vegetiert im Pflegeheim in meinen Augen bloß noch vor sich hin. Und da müssen wir ansetzen. Das darf nicht sein, das ist eine Schande in meinen Augen. Herr Obern, nun schlägt die AfD vor, dass man weniger Menschen ins Pflegeheim bringen sollte, sondern erst einmal versuchen sollte, die Menschen zu Hause zu pflegen durch Angehörige. Was spricht denn für diese Angehörigenpflege? Also in allererster Linie spricht dafür, dass die Menschen das wollen. Also die älteren Menschen, die pflegebedürftig werden, die freuen sich natürlich, wenn sie so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben können oder bei der Familie. Und auch viele Familienangehörige würden sehr, sehr gern sich um ihre Eltern kümmern, wenn sie sich's leisten können. Und da heute beide meistens arbeiten gehen, braucht's einen finanziellen Ausgleich dafür, wenn man sich für die familiäre Pflege entscheidet. Unser Modell ist ein Landespflegefördergeld, wo es einen finanziellen Zuschuss gibt für Familienangehörige, die zu Hause pflegen. Übrigens keine AfD-Idee. Das gibt's schon in Bayern. Wir haben es hier im Sächsischen Landtag beantragt, wurde leider abgelehnt, auch von der regierungstragenden CDU. Aber das ist das Modell. Wir müssen die häusliche Pflege stärken, indem wir die Familien, die das machen, auch finanziell so entlasten, dass sie beruflich kürzer treten können. Und was wir außerdem wollen, wir wollen natürlich die Pflege häuslich insgesamt stärken, weil sie unterm Strich viel, viel preiswerter auch fürs gesamte Gesundheitssystem ist als die Pflege im Heim. Und da gehört es eben auch dazu, wenn man familiär pflegt für ein, zwei, drei, vier Jahre, dass man dementsprechend trotzdem Rentenansprüche erwirbt, weil es ist ein Dienst an der Gesellschaft, die Pflege zu übernehmen. Und das wollen wir natürlich nicht nur mit Geld, sondern eben auch mit Rentenansprüchen stärken. Ich gebe die Frage auch an den Herrn Wendt nochmal weiter. Was lässt sich tun, um Familien zu ermutigen, die Pflege zu übernehmen? Was muss da an Rahmenbedingungen geschaffen werden?
Ja, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist schon genannt worden. Und natürlich ist es so, dass wenn sich jemand beruflich zurücknimmt, dass er einen finanziellen Ausgleich benötigt. Ne? Er hat ja auch tägliche Kosten zu stemmen und die kann man eben nicht stemmen, wenn man nur noch halbtags arbeiten geht und dann auch quasi grob die Hälfte seines Gehalts hat. Da muss der Staat dafür einspringen, denn diese häusliche Pflege sorgt ja auch für Entlastung im Pflegesystem allgemein. Wir haben natürlich sehr, sehr gute ambulante Pflegedienste, wir haben sehr, sehr gute stationäre Betreuungsformen, die auch wichtig sind. Aber wenn man mal betrachtet, dass ungefähr 80% der Pflegebedürftigen zu Hause leben, ist natürlich die häusliche Pflege auch sehr, sehr wichtig neben der ambulanten Pflege. Und da ist es wichtig, dass diejenigen, die für Entlastung sorgen, auch finanziell unterstützt werden. Und zum anderen müssen auch die Rahmenbedingungen besser ausgestaltet werden. Also es muss eine gute Beratung stattfinden für diejenigen, die sich entscheiden, zu Hause zu pflegen. Und da ist es so, dass teilweise sehr, sehr viele Angehörige erstmal vor der Bürokratie im Allgemeinen zurückschrecken und zum anderen ein Problem überhaupt haben, Leistungen zu beanspruchen, weil sie auch gar nicht wissen, welche Leistungen es überhaupt gibt und in welchem Rahmen diese unterstützt werden. Und da wünschen wir uns viel, viel mehr Unterstützung. Und natürlich, was die stationäre Unterbringung angeht, es gibt ja verschiedene Wohnformen, die, ja, sage ich mal, in Anspruch genommen werden könnten. Das betreute Wohnen, Servicewohnen, das Wohnen in Wohngemeinschaften. Auch da bedarf es der Unterrichtung derer, die sich entscheiden, ihre Angehörigen zu pflegen oder zumindest die Pflege zu unterstützen. Wagen wir zum Abschluss nochmal einen Blick über den Tellerrand. Wo in Europa funktioniert denn die Pflege eventuell besser? Wo können wir uns vielleicht was abschauen? Ja, die Nachbarländer machen es uns vor. Holland, also die Niederlande, Dänemark, da läuft das mit der Pflege besser. Da gibt es auch eine Art Nachbarschaftshilfe, die gibt es bei uns auch. Bei uns gibt es auch diese Nachbarschaftshelfer. Aber die werden einfach vom Staat viel, viel besser unterstützt. Hier ist es zum Beispiel so, dass sie die Einkünfte, die sie erzielen für diese ehrenamtliche Tätigkeit, sogar noch versteuert werden. Und dass wir, ich habe es schon angesprochen, dass wir hier in Deutschland, respektive in Sachsen, mit einer unwahrscheinlichen Bürokratie zu kämpfen haben. Also eine Bürokratie, die von vielen gar nicht zu stemmen ist. Und da machen es uns die Nachbarländer vor, wie es funktionieren kann, weil sie einfach ihren Fokus auf die häusliche Pflege setzen und dort auch verschiedene Unterstützungsangebote anbieten, die auch entsprechend kommuniziert werden. Und das ist das Elementare. Sie müssen kommuniziert werden. Jeder muss wissen, was für Möglichkeiten gibt es, um Unterstützungsmaßnahmen zu beantragen. Und das fehlt mir hier in Deutschland, respektive in Sachsen. Das heißt, Sie wünschen sich auch, dass man, um gleich mal im häuslichen Bereich zu bleiben, wenn man in der Nachbarwohnung, Sie hatten den Hans angesprochen, wenn man dem helfen will, dann muss es auch möglich sein, eben nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für denjenigen, der in der nächsten Mietwohnung wohnt, Hans zu helfen. Ja, und da geht es um ganz banale Dinge: Einkaufen, Wäsche waschen, die Wohnung aufräumen. Das gibt's ja auch schon. Das Problem ist nur, dass die Nachbarschaftshelfer hier zum Beispiel in Sachsen, gibt es ein spezielles Gesetz, dass die auch Steuern zahlen müssen. Und wenn sie quasi diese kleinen Beiträge bekommen, wenn sie quasi für ihre Arbeit eine Vergütung bekommen, dann muss das steuerfrei sein, weil es ist ja am Ende nicht viel. Ich gebe die Frage auch nochmal an unseren Fraktionsvorsitzenden Jörg Orban weiter. Was können wir von den genannten Beispielen aus dem europäischen Ausland, von Dänemark und von den Niederlanden lernen? Was wir auf alle Fälle lernen können, da sehen wir gerade bei den Niederlanden sehr deutlich, dass die häusliche Pflege, die familiäre Pflege viel, viel effizienter ist, viel, viel preiswerter ist als die stationäre Pflege. Also wir haben dort ein riesen Einsparpotenzial. Ich glaube, in den Niederlanden sind es 2 Milliarden, die eingespart worden sind, weil man sich politisch eben auf die häusliche Pflege konzentriert hat und weniger auf die stationäre Pflege. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Wunsch der Familienangehörigen und der zu Pflegenden selbst, die wollen gerne im häuslichen Umfeld auch gepflegt werden. Eigentlich eine Win-Win-Situation. Es ist preiswerter für uns als Gesellschaft und die Angehörigen haben ein besseres, sage ich mal, Umfeld, in dem sie dann ihr Alter verbringen können. Das müssen wir aufgreifen und das unterstützen wir selbstverständlich auch als AfD. Insgesamt ist die Pflege natürlich in Deutschland unterfinanziert. Also selbstverständlich muss auch mehr Geld insgesamt in die Pflege investiert werden von uns als Gesellschaft. Und dort haben wir dasselbe Problem wie bei der Rente. Da sehen wir es ja auch. Deutschland im internationalen Vergleich ganz, ganz geringe Renten. Selbstverständlich mehr Geld auch in die Pflege. Und solange wir das Geld haben, Milliarden in der ganzen Welt für äußerst fragwürdige Projekte zu verteilen, sollte es auch überhaupt keine Diskussion darüber geben, ob wir das Geld haben für die Pflege oder nicht. Ja, und man darf natürlich nicht vergessen, dass wir natürlich keine Konkurrenz darstellen wollen zum ambulanten Pflegedienst. Denn wir möchten, dass sowohl der ambulante Pflegedienst als auch der
die Familienpflege unter einem Dach vereint werden, unter dem Dach der häuslichen Pflege. Denn es gibt Tätigkeiten, die kann jeder Angehörige machen, einkaufen gehen, sich mit dem Pflegebedürftigen unterhalten, die Wohnung sauber halten. Aber es gibt eben auch Tätigkeiten wie zum Beispiel die Medikamentengabe. Das muss von einem ambulanten Pflegedienst geleistet werden. Aber beides muss ich ergänzen. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, ob wir überhaupt so viele Pflegekräfte für die ambulanten Pflegedienste gewinnen können. Wir haben das Problem, dass die Bevölkerung immer älter wird. Dass wir mehr Ältere als Jüngere haben und dass natürlich auch wir viel mehr Pflegekräfte benötigen. Und die Frage ist, wo sollen die Pflegekräfte herkommen? Und man schafft es nur, wenn man sowohl die Pflegekräfte hat, als auch die familiäre Pflege mit einbindet, die pflegenden Angehörigen rundum zu versorgen. Und das ist wichtig, das ist das Elementare und das müssen wir uns vor Augen halten. Und da haben wir mit mächtigen Herausforderungen die nächsten Jahre zu kämpfen.